Hi, ich wollte mich mal mit einem kleinen Vlog melden. Und zwar habe ich ja jetzt das letzte Video, glaube ich, von der Woche hochgeladen. Freitag? Nee, letzte Woche Dienstag. Und irgendwie bin ich überhaupt nicht dazu gekommen, mal ein neues Video zu drehen. Ich wollte zwar von dem Dortmund-Spiel, wo ich jetzt war, gegen Madrid. Wollte ich ein Video hochladen, das habe ich zeitlich nicht geschafft, und jetzt ist mir das auch zu blöd, das hochzuladen, weil es ist schon wieder eine Woche vorbei. Make-up-Videos wird es so schnell wie möglich wieder geben. Ich war jetzt heute arbeiten, ich muss morgen arbeiten und übermorgen auch. Ich denke, Freitag schaffe ich mal was. Aber das wird es ganz, ganz bald wieder geben. Und weil ich mich wenigstens zurückmelden wollte, habe ich mir gedacht, ich mache mal einen kleinen Vlog. Und es ist sogar nicht Make-up related. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ich kriege das Wort nicht hin. Oder ich kriege das Wort nicht zusammen. Nein, ich komme nicht auf das Wort so. Also, wer kein Interesse hat, mich reden zu hören oder irgendwas anderes außer Make-up von mir zu hören, kann jetzt abschalten. Für alle anderen habe ich nämlich einen kleinen Buchtipp. Wer schon mal mit mir im Blog-TV war, der weiß, dass ich ein leidenschaftlicher Leser bin. Ich bin eine Leseratte. Ich lese in letzter Zeit viel Vampirbücher. Ja, ich habe Twilight gelesen. Ich habe alle vier Teile gelesen. Und ich mag alle vier Teile, obwohl ich Edward nicht mag. Ihr könnt mich jetzt auch gerne schlagen, aber ich mag ihn nicht. Ich finde ihn doof. Davor habe ich Jackie Collins gelesen. Also die Bücher nennen meine Freunde gerne die Pornobücher. Die haben auch die meisten Vampirbücher noch nicht gelesen, weil das sind richtige Pornobücher. Aber die Geschichten sind irgendwie gut. Nein, die Charaktere sind irgendwie gut, deswegen lese ich die Vampirbücher. Egal. Auf jeden Fall wollte ich euch mal etwas ganz anderes empfehlen. Und zwar hat mich eine Freundin draufgebracht. Wir hatten uns über Bücher unterhalten, die ist auch so eine Leseratte. Und wir haben einen ähnlichen Geschmack bei Büchern. Ähnlich, nicht gleich, weil sie mag keine Vampirbücher mehr. Ich schon. Also ich lese immer noch, obwohl im Moment halt nicht mehr, weil jetzt habe ich was anderes. Und zwar Janet Ivanovich oder so. Die Stephanie Plum-Reihe. Stephanie Plum war die Sous-Verkäuferin, hat ihren Job verloren, keine Ahnung warum, und musste im Kopfgeldjäger, nein, im Kautionsbüro ihres Cousins oder so anfangen und ist jetzt Kopfgeldjägerin. Stephanie Plum hat eine dermaßen verrückte Familie, dass meine Familie dagegen echt normal ist. Also komplett die ganze Familie ist sowas von langweilig, meine, gegen die Familie. Es gibt, Moment, fangen wir so an. Natürlich gibt es in ihrem Leben auch Männer. Zwei ganz besonders. Einmal Joe Morelli. Den kennt sie, seit sie 6 ist. Joe Morelli hat sie früher immer geärgert, ist heutzutage Cop, also ein Bulle. Obwohl Bulle darf man ja nicht sagen, also Polizist. In Zivil, also ohne Uniform. Und ist ein absoluter Frauenschwarm. Ist auch ihr On- und Off-Freund, um es so zu sagen. Dann gibt es aber auch noch Ranger. Ranger ist ihr Lehrmeister gewesen, was das Kopfgeldjagen. Kopfgeldjagen. Naja, Kopfgeldjagen angeht. Und Ranger ist kubanischer Abstammung, trägt grundsätzlich schwarz, also immer, redet nicht sehr viel, nennt sie immer Babe. Und wenn er kommt, dann wird sie ganz wuschig, um es mal so auszudrücken. Generell sind die Bücher sowas von lustig.
Also es sind Krimis, aber die sind so lustig, dass selbst ich sie mag, weil ich mag eigentlich keine Krimis. Sie sind spannend, nicht vorhersehbar, was ich wirklich immer wichtig finde, weil Jackie Collins, wenn man Jackie Collins Bücher, sage ich jetzt mal, 3 Stück gelesen hat, dann kann man ungefähr hervorsehen, was vorsehen? Nee. Was in den Büchern passiert. Und bei Janet Ivanovich ist es einfach nur lustig. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, die Bücher kosten 8,95 €. Es gibt allerdings auch welche für 2,95 €. Mangelexemplare zum Beispiel. Wenn ihr die Gelegenheit habt, kauft sie euch. Ich habe jetzt hier mitten ins Herz, die gibt es auch, also es ist glaube ich eine 12-, 15-teilige Reihe und die hört nicht auf. Also das geht noch weiter. Ich weiß jetzt nicht, wie viel total das jetzt hier ist. Es ist aber auch egal, ich habe die jetzt nicht nach Ordnung gelesen. Nach Ordnung gelesen. Ich war arbeiten, man merkt es. Man kann es einfach wirklich durcheinander lesen. Ich habe jetzt auch eins, da ist sie mit Morelli zusammen und dann das nächste, da war sie nicht mit ihm zusammen und ist auch nicht mit ihm zusammen. Und also ist nicht wirklich wichtig, sage ich jetzt mal. Ihr könnt halt jedes Buch einzeln lesen, ohne irgendwie die Vorgeschichte zu kennen, weil das wird ganz gut erklärt immer. Ich lese euch jetzt einfach mal die beiden Klappentexte von diesen beiden Büchern vor, damit ihr so einen kleinen Eindruck bekommt. Stephanie Plum ist eine Frau, die sich zwischen zwei Männern nicht entscheiden kann, eine verrückte Familie hat und ihren Lebensunterhalt als Kopfgeldjägerin verdient. Ich kann doch noch nicht mal mehr vorlesen. Diesmal jagt sie Eddie the Toot, einen in die Jahre gekommenen Gauner, der des Zigarettenschmuggels angeklagt ist und womöglich einen Mord auf dem Kerbholz hat. Stephanie ruft den mysteriösen Ranger zu Hilfe, der einen ganz besonderen Preis für seine Dienste verlangt. Eine Nacht mit Stephanie. Das ist mitten ins Herz, das habe ich gestern fertig gelesen. Die Bücher haben übrigens so um die 350 Seiten. Es geht echt schnell, weil man kann nicht aufhören. Habe ich fertig gelesen und super lustig, weil hier ist ein ganz spezieller Charakter dabei, der ist einfach nur geil. Also über den habe ich mich grundsätzlich kaputt gelacht. Wenn ihr diese Bücher kauft, ihr werdet die Oma lieben. Die Oma ist pure Komik. Also wirklich pure Komik. Wenn ihr Lesestoff braucht, ne? Und dann haben wir jetzt hier 1, 2, 3 und du bist frei. Das habe ich jetzt gestern angefangen. Wie man sieht, ich habe, glaube ich, ein Kapitel gestern noch geschafft. Ja, ein Kapitel, weil ich war fertig. Publishers Weekly sagt, hier gibt es mehr zu lachen, mehr erotisches Knistern und mehr turbulente Abenteuer als in irgendwelchen anderen Büchern. Stimmt. Und der Klappentext sagt, Stephanie Plum hat ein chaotisches Liebesleben, eine verrückte Großmutter, einen Hamster, der in einer Suppendose wohnt und sie verdient ihren Lebensunterhalt als Kautionsjägerin. Deswegen ist sie gerade hinter Onkel Mo her, einen allseits beliebten Eisverkäufer, der seinen Gerichtstermin geschwänzt hat. Als Stephanie bei der Suche nach ihm niedergeschlagen wird und neben einem toten Gangster erwacht, schwankt ihr, dass Mo in gefährliche Geschäfte verwickelt war. Zusammen mit Joe Morelli, dem Polizisten mit dem unwiderstehlichen Lächeln und Grandma Mazur, versucht Stephanie, Mo vor einem bösen Schicksal zu bewahren. Wirklich genial. Also, ich habe das jetzt. 28 Seiten habe ich jetzt gelesen von dem. Und ich liebe es schon wieder. Also, es ist toll. Und wenn man sich entscheiden muss, also die Freundin, die mir das empfohlen hat, steht total auf Ranger. Ich mag am liebsten Joe Morelli, weil der ist toll. Der ist einfach wirklich toll. Wäre der echt, ich würde ihn heiraten. Aber ich fange ihn sonst. Also wenn ich jetzt nicht aufhöre, dann fange ich an zu schwärmen und das will ja keiner. Ich wollte euch eigentlich auch nur einen kurzen Buchtipp geben. Ich glaube, es ist nicht kurz geworden. Aber wer Interesse hat, kauft euch die Bücher. Also die gibt es bei Real, die gibt es überall. Wie gesagt, also einige kosten halt, das hier kostet zum Beispiel nur 8 €. Warum auch immer. Janet Ivanovich. Ich werde euch den Namen auf jeden Fall in der Seitenbox verlinken und die Website und einen Link zu Amazon. Und dann könnt ihr euch das mal angucken, weil das kann ich ganz toll empfehlen. Und wer mir Bücher schenken möchte, meldet euch. Ich nehme gerne Geschenke an. Nein, Quatsch. Ja, das war's. Make-up-Video gibt's bald wieder.
Und wenn ihr mehr so aus der Reihe raus irgendwie so andere Sachen wissen wollt, was ich so zu empfehlen habe, zum Beispiel, wie jetzt die Bücher, schreibt mir einen Kommentar. Schreibt mir einfach sowieso einen Kommentar, egal ob ihr es doof, toll oder sonstiges findet. Wie auch immer. Naja, Arbeit tut mir nicht gut, dann kann ich nicht mehr reden, deswegen höre ich jetzt auf und wir sehen uns bald wieder. Ciao!